Herzlich willkommen zurück zu Let's Play King Rush HD. Beim letzten Mal sind wir durch Hushwood gestiefelt und werden uns dieses Mal mit einem neuen Helden nach Bandit Slayer begeben. Nach dem Ladebildschirm. Ich glaube, würde ich... Das ging schnell. Ich wollte gerade rummeckern und sagen, ich glaube, würde ich jeden Ladebildschirm, den ich in diesem Spiel bekommen habe... Probier mal was aus. Es reicht gerade so nicht. Ja, ich wollte gerade rummeckern und sagen, würde ich jeden Ladebildschirm, den ich in diesem Spiel bekommen habe, rauseditieren, würde ich mindestens eine Folge oder so zusammenschneiden können davon. So. Da zwei Arches. Dann rufen wir die Gegner. Oh mein Gott, bist du langsam und nervig. Hoffen wir einfach mal, dass ich mich jetzt nicht selbst damit kaputt gemacht habe. Schaut nämlich auf den ersten Blick voll so aus. So 337 ist das, was ich brauche. Probieren wir es einfach mal aus. Kann sehr gut sein, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Aber dafür ist ja das Ausprobieren da. Und unterschiedliche Strategie. So, rufen wir einfach neue, einfach mehr neue Dudes reinrufen. So funktioniert es auch immer in den Bond-Filmen. Mehr Dudes. So, 337. Gut, ich kann da einen Feuersturm runterregnen lassen. Perfekt. Game gewonnen. ich hab meinen Lieblingssturm. Game gewonnen. Alles easy. Nichts kann mir mehr was anhaben. Oh Gott, Spinnen. Warum müssen es immer Spinnen sein? Vielleicht habe ich gelogen mit nichts kann mir mehr was anhaben. Ich werde es hier sehen. Ich werde auf jeden Fall erstmal den Turm hier komplett ausbauen. So, damit habe ich den Schock-Schmarrn komplett. Da setze ich mir noch einen Magier hin. Der wird nämlich hier nämlich ein Elementar beschwören sollen, theoretisch. Praktisch werden wir sehen, Gargoyles kommen. Rufen wir die einfach mal ein bisschen eher. Je eher sie kommen, desto eher kann ich sie töten. So einfach. Gut, problematisch könnte es werden. Betonung lege ich hier erstmal nur aufs könnte. Da setze ich noch einen hin. Noch läuft's gut. Noch. Betonung. Gut, da werde ich auch einen Tesla-Turm hinsetzen. Auf den werde ich auch so schnell gehen, wie ich nur kann, nachdem der hier voll ist. Gut. Da kommen noch mehr Spinnen, da kommen noch mehr von den Dudes. Ja, ich habe die Arche da hingesetzt, weil ich eigentlich wollte, dass sie ein bisschen was für den Tesla-Turm abnehmen. Aber so wie es ausschaut, muss der komplett durchackern. Das kann gefährlich werden. Ich schau einfach mal, wie das wird.
baue ich die mal besser. So. Dann setze ich da den hier hin. Lass es da einmal ein bisschen runterregnen. Die Spinnen gehen mir halt so ein bisschen auf den Schenkel. Glaube ich aber nicht, dass ich viel dagegen machen kann. Ich rufe die jetzt mal nicht früher, weil ich halt noch so viele Gegner habe. So. 288 und dann nochmal 337 und dann habe ich da auch einen Tesla-Turm. Der Tesla-Turm ist halt so wirklich mit das Einzige, was komplett kaputt ist in diesem Spiel. Upsa. Wo man mir auch nichts anderes sagen kann, außer ja, der ist kaputt. Der ist broken. Ich meine, mich stört es nicht unbedingt, weil es zu meinem Vorteil ist. Aber würde man das Spiel in Anführungszeichen ehrlich mit sich selber spielen wollen, dann müsste man den Tesla-Turm eigentlich nicht bauen. Aber das ist nur meine Meinung. Und ja, es gibt da auch Schlimmeres, als einen Tesla-Turm zu benutzen, glaube ich. Cheaten zum Beispiel. Gut. Ja, man merkt, dass hier ohne diesen AOE-Effekt gearbeitet wird. Jetzt kriege ich die ersten schon fast gewone-shottet. Der Dude macht halt Oh, Jesus Christ. Du hast... No. Das wollte ich nicht. So. Damit habe ich das hier oben auch abgedeckt. Was setze ich da hin? Da könnte ich noch einen Magier hinsetzen. Ja, ich glaube, da setze ich Magier hin. An dieser Stelle. Ah, ich habe jetzt nicht mehr nachgeschaut. Ich meine, das ist jetzt die zweite Folge, die ich aufnehme. Das ist für euch jetzt eine Woche Unterschied. Und ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ob mein Mauszeig aufgenommen wird oder nicht. Sehr gut von mir. Bin sehr stolz. Rufen wir die mal früher, das macht keinen großen Unterschied. So. Dann konzentriere ich mich jetzt darauf, von hier hinten wieder auszubauen. Da setze ich noch einen ganz normalen Archer hin. Glaube ich, ja. Die sind soweit fertig. Die hier machen halt viel Schaden. Das ist so mein einziges, meine einzige Sorge, die ich habe. Die machen halt auch viel Schaden zu meinen Truppen gegenüber. Und sind erst recht spät. Unglücklicherweise in der Reichweite. Vom Turm. Aber jetzt ist es kein Problem mehr. Jetzt habe ich da Ritter. Ich rufe die nächste Welle mal früher. Ich mag so ein bisschen die Gefahr. Weil die Gargoyles meistens nur hier oben entlang kommen, setze ich da mal die hin. Weil sobald ich die Wurfechse. So. Jetzt sind sie auch gegen fliegende Gegner gewappnet. Ich meine, hier unten müssen die Dudes halt mehr aushalten, weil hier unten mehr Stuff kommt, das ordentlich aufs Gesicht kriegen kann. Und hier oben muss halt ein bisschen was gegen fliegende Gegner getan werden. So, dich upgraden. Da setze ich noch einen Magierturm hin. Da würde ich, glaube ich, noch einen Tesla-Turm hinsetzen. Ja, und da setze ich einfach Baracken hin. Um Gegner abzufangen. So. Jetzt heißt es einfach nur noch alles gleichmäßig upgraden, damit wir eine gleich verteilte DPS haben. Da kommt das Dickerchen. Hallo Dickerchen. Gleich verteilte DPS und dann sind da die Tesla-Türme, die einfach nur alles kaputt machen. Ja. Irgendwie ist das nicht so ganz mit gleichverteilter DPS, was bei was die angeht. So, dich upgraden.
Das Ziel ist für mich nämlich, meine Verteidigung stark genug haben, als dass ich die Tesla-Türme nicht brauche. Weil das hier problematisch sein kann. Oh. Das wäre natürlich eine sehr gute Meteorschau von mir. Da muss ich mir ganz kurz einen Ranger hinsetzen. Oder da will ich mir ganz kurz einen Ranger hinsetzen. Damit der halt mit den Dornen festhalten kann. Für den Tesla-Turm hier. Ich will alles gleichmäßig ausbauen. Ja, ja, ich weiß, was ich gesagt habe und was ich nicht tue. Ich höre doch nie auf mich. So. So, der hält jetzt fest. Der macht extra Schaden. Dich rufen wir mal früher. Kann ich. Alles ohne Probleme. Gut, du bist jetzt neben dem hier der Einzige, der nicht komplett ausgebaut ist. Ja, sobald ich den zweiten Tesla-Turm hier habe, auf den ich jetzt auch ein bisschen hinspare, dürfte es definitiv kein Problem sein. Dann dürfte ich hier drüber das wenigste nur noch durchkommen. Über diesen kleinen Weg. Wenn ich sage, hier drüber und meine Maus benutze und ich gehe davon aus, dass man meine Maus nicht sehen kann, das macht natürlich sehr viel Sinn. Bin ich sehr stolz auf mich, dass ich das immer wieder schaffe. Ich gehe einfach nicht davon aus, dass man meine Maus sieht. Ich glaube, das wäre besser. Dann muss ich das euch aber umschreiben. Aha. Hätte ich doch nur aufgepasst. Wisst ihr, für euch sind es vielleicht 7 Tage, für mich sind es aber keine 5 Minuten, die dazwischen lagen. Also es ist auch nicht unbedingt irgendwie, kann nicht entschuldigt werden, dass ich nicht nachgeschaut habe. Kann ich mich auch nicht beschweren, bin ich selber schuld. So, den Dicken da mit dem Meteorschau ausschalten. Dich kaputt machen. Ja, ich glaube, ich will den Golem. Ja, den Sorcerer. Den brauche ich. Oh, der greift jetzt sogar den Dicken da hinten an. Das ist sehr gut. Zack. Ihr wurdet überrannt. Gut, das passiert. So, jetzt muss ich mich aber darauf konzentrieren, dass nichts schief geht. Quasi upgraden nur noch. Wenn ich es richtig im Kopf habe, sind die Spinnen gegen Magie immun. Wieso habe ich dann dazu einen Magietürme gebaut? Nun gut, das passiert. Da kommen nochmal 25 Gargoyles. Rufe ich es einfach mal ein bisschen früher. AOE-Gedöns ist nämlich quasi die Stärke. So. Da möchte ich ein Musketier haben. Da möchte ich auch ein Musketier haben. Die Range tut mir nämlich wird mir nämlich ziemlich gut tun. Da mache ich einen Sorcerer Mage und setze hier einen Golem hin. Wäre nämlich das Beste. So, Golem hingesetzt. Rufen wir die früher. Den Schafzauber gebe ich dir aber nicht. Möchte ich nicht. Gut. Schaut ziemlich in Ordnung aus. Wir haben fast das Level überstanden. Hier gebe ich nochmal Gift mit, falls irgendwas Großes kommt. Und nochmal festhalten. Ich glaube nämlich, dass hier nach dem Boss kam, Spoiler Alert. Bin mir da aber nicht mehr sicher. Ich werde es ja sehen.
euch immer upgraden. Euch werde ich noch zu Paladin machen. So, dann haltet ihr nämlich ein bisschen mehr aus. Dich würde ich zu einem Todeszauberer machen. Ach, du bist gerade auferstanden. Ja, rufen wir einfach mal. Mal schauen. Stimmt, da war ein Boss, der Boss-Bandit. Der, ui, fehlt so ein bisschen. Du hast keinen Hals, mein Freund. Also, ja doch, du hast irgendwie keinen Hals. Wird einfach überrollt, großartig. Sehr gut, so, dann... geben wir euch mal die One-Shot-Ability. Oh, wenn ich es richtig im Kopf habe, bitte nämlich da jetzt drüber rollen. Unangenehm. Wollte ich nicht unbedingt im Kopf behalten, aber nun gut. Jetzt bleibt er da einfach stehen, der Mistkerl. Danke für nichts. So. Oh, warte, der heilt sich hoch. Das habe ich vergessen. Stimmt, du warst einer der nervigsten Bosse im Spiel. Glückwunsch, ich habe dich komplett vergessen deswegen. Egal, meine Tesla-Türme werden aus viel Hackfleisch machen. Du dicker Mann. Böse dicker Mann. Und kaputt. Ich hab den ein bisschen schwieriger im Kopf. Ja. Vielleicht hätte ich einfach nicht genug Tesla-Türme zu dem Zeitpunkt damals. So, jetzt einfach nur noch die ganz normale Welle überleben. Die gleich zu Ende ist. Boop, Ende. Yay, gewonnen. Und nicht mal ein einziges Leben verloren. Da habe ich mich mit Taschwund ein bisschen schwieriger angestellt. Und damit haben wir auch den ersten Nebendinger gemacht. Waren doch nur zwei Level in dem. Irgendwo waren es drei Level. Nehmen wir den Meteoritenschauer. Zack. Und beim nächsten Mal, wir haben jetzt Hexor gesehen. Also, ihr habt ihn gesehen. Ich habe den irgendwie nicht so richtig viel von mitbekommen, weil er halt nur da stand und ich mich auf den Rest der Map konzentriert habe. Nächstes Mal werden wir Uni mitnehmen. Und da haben wir schon eine kleine Spinne gesehen. Hier in Saralgas Lair gehen. Ich glaube, das war sogar nur ein Level. Diese kleine Nebenmission, aber das werden wir dann sehen. Gut, auf jeden Fall, wir haben die Banditen zurückgeschlagen, wir haben sie besiegt. Und das würde es dann mit dieser Folge gewesen sein von Let's Play Kingdom Rush. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.